Willkommen zur neuen Folge von Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News der letzten Tage. Ich bin Alexander, los geht's. Swap Zone, eine moderne Wechselstube für Coins mit den günstigsten Gebühren, bietet nun auch ein Swap für IOTA an. Einziger Wermutstropfen ist, dass ich persönlich von vielen Exchanges noch nie gehört habe. Wer mehr Erfahrung hat, kann diese gerne in die Kommentare schreiben. Das Pyte Network hat endlich den Price Feed für IOTA USD veröffentlicht. Jetzt wird der aktuelle IOTA-Kurs von über 20 Exchanges aktualisiert. Bifrost veröffentlicht ein neues Update seiner Telegram-Wallet. Man kann seine Wallet jetzt mit einer kleinen Analyse starten, auf Zahlungen reagieren und auch Deep Links, die sie Magic Links nennen, sind jetzt auch verfügbar. Build 5 bekommt Nachwuchs. In einem Blogpost begrüßen sie drei neue Mitglieder: Mike Isaiah, Technology Strategist und Solution Architect bei Cisco, Jan-Nicolas Miklebust, Senior Solution Architect bei Red Hat und Daniel Aubert, Senior Manager bei IBM. Diese innovativen Mitglieder werden die Build 5 weiter voranbringen. Wir gratulieren Blackpin, die zu den 5 Gewinnern des Zukunftspreises 2023 gehören. Swiss One Capital hat am 27.06. eine großartige Nachricht veröffentlicht, die viel Staub aufgewirbelt hat. Swiss One lanciert den Swiss One IOTA Shimmer Opportunities Fund, CISO. Dieser Fund wurde speziell für Projekte entwickelt, die auf Shimmer und IOTA basieren, um das Wachstum dieser Ökosysteme zu unterstützen. CISO wird in führende Projekte und wichtige Infrastrukturen in Zusammenhang mit Shimmer und IOTA investieren und institutionellen und qualifizierten Anlegern Zugang zu Vermögenswerten und Beteiligungen in diesem Netzwerk bieten. Der Fonds wird als geschlossene Kommanditgesellschaft in Luxemburg registriert und erfordert eine Mindestanlage von 10.000 Euro. Zahlreiche Medien haben darüber berichtet, unter anderem Yahoo Finance. Nakama Labs hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Shimmer, den bevorstehenden Start der EVM, die Smart Contracts und das Netzwerk loben. Das Team hinter Nakama Labs möchte mehr solche Artikel schreiben. Die IOTA Foundation hat in Zusammenarbeit mit FTI Consulting und verschiedenen Projekten der IOTA Community eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um einen offenen Dialog zwischen politischen Entscheidungsträgern und Akteuren der Blockchain-Industrie zu fördern. Der Bericht Bridging the Gap Between Technology and Regulation with Dialogues fasst diese Veranstaltung zusammen und liefert Überlegungen und Empfehlungen sowohl für die Branche als auch für die Politik. Das fast 50-seitige Dokument behandelt Themen wie die Verbesserung des Vertrauens, der Rechenschaftspflicht und der Benutzerfreundlichkeit von selbst gehosteten Wallets, die Tokenisierung der Realwirtschaft sowie die Auswirkungen von Regulierung und Unsicherheit auf kleine und mittlere Unternehmen und Startups. Arcana Network stimmt überraschenderweise Dom zu, dass IOTA ideal für die Tokenisierung ist. IOTA ist sicher, skalierbar und gebührenfrei. Was und warum diese Aussage gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Der Shimmer-Blog startet eine dreiteilige Serie über DeFi. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen. Das Ganze wieder mit Hilfe von Bankless Consulting und dem ICC. Wer den ICC-Newsletter kennt, wird den Artikel wiedererkennen. Benjamin Bönsch hat in der letzten Folge schon einige Impressionen gezeigt. Diesmal gibt es weitere Einblicke. Farm United war auf der Blockchance in Hamburg. Lange haben wir auf den großen Reset gewartet, nun ist er endlich da. Das Shimmer-Netzwerk wurde zurückgesetzt und die neue Version aufgespielt. Die größten Neuerungen sind das Pruning und die Archivierung von Nodes. Beim Pruning werden bestimmte Datenblöcke und Transaktionen aus der Blockchain entfernt, die nicht mehr zur Konsensbildung oder zur Verifizierung des aktuellen Status benötigt werden. Sironclad, über die ich in der letzten Folge berichtet habe, hat auf Twitter geschrieben, dass ihre Technologie im neuen Paper erwähnt wird. D-Rain ist eine Architektur für IoT-Netzwerke, die die Kommunikation, Verwaltung, Überwachung und Aktualisierung von IoT-Geräten ermöglicht. Die Architektur ist für die meisten IoT-Anwendungen geeignet, die keine Echtzeitverarbeitung externer Daten erfordern. Alles basiert auf IOTA. IOTA startet den IOTA Shimmer Content Creator Incentivation Program. Ein Programm für alle, die Inhalte für IOTA und Shimmer produzieren. Dafür werden 10% des Marketingbudgets aus dem Tangle Community Kasse genommen und zunächst für 6 Monate getestet. Mehr Infos gibt es auf Discord von der IOTA Foundation unter Opportunities Board. Dazu hat Finanzgoblin auch ein kleines Video gemacht. Die IOTA Foundation hat Anfang Juli den Fortschrittsbericht für das zweite Quartal veröffentlicht. Wer Probably Nothing schaut, wird nichts Neues finden. Für alle anderen, die viel verpasst haben und nicht regelmäßig meine Videos schauen oder das zweite Quartal noch einmal Revue passieren lassen wollen, gibt es den Blogartikel.
Hier die aktuellen Assembly-Zahlen. 456 Millionen Assembly wurden ausgeschüttet. Es sind noch 39 Tage in der aktuellen Runde, 6 von 8. Wanderer hat ein neues Patent entdeckt, eingereicht von Locrane Taylor William Paul. Es wird ein System zur Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren mittels einer digitalen Währung vorgestellt, das auf einer Distributed Ledger Technology basiert, die die Verarbeitung von Benutzerdaten, die Generierung von Transaktionen und die Übertragung der digitalen Währung ermöglicht. IOTA Heroes lüftet das große Geheimnis der letzten News. Es gibt einen neuen Altar, wo ihr neue Fähigkeiten finden könnt. Außerdem wurde die Schmiede überarbeitet. Die Tangle Community Treasury hat auch den Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht mit allen Ausgaben und Projekten, die unterstützt werden. Nakama Labs hat ein AMA in der chinesischen Telegram-Gruppe IOTA Moon gemacht. Eine Zusammenfassung aller Fragen und Antworten gibt es im separaten Blogpost. Make Use Of veröffentlicht die 7 umweltfreundlichsten Kryptowährungen und IOTA landet auf Platz 2, Hedera auf Platz 1. Kurz vor Schluss noch ein paar News. Bifrost kündigt eine Partnerschaft mit Follow Plus an, eine D-App für Communities, die noch erscheinen wird. Das Ganze wird auf Infinite X basieren. Vor ein paar Stunden kam noch ein Artikel von Build 5 und der vorgestellten Build 5 Plattform, welche die Build 5 Konsole, den Build 5 Marketplace und das IDOS Framework vorstellt. Alles auf Basis von IOTA und Shimmer. In den nächsten Tagen werden wir mehr über das neue Produkt erfahren. Garrett Gin gibt auch ein Update. Sie wollen den ganzen Sommer an ihrem Projekt für ein Social Protokoll, das auf Web 3 läuft, arbeiten. Nun zu den Updates. In der Parameter Task Force hat sich in den letzten 2 Wochen viel getan. Auch Wasp wurde seit dem großen Update mit dem Reset oft geupdatet und ist jetzt in der Version 0.7.0 Alpha 6 verfügbar. Das war's für diese Probably Nothing Episode. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.